Ja, so waren die Stände an frühen Abend, wo es noch ein bisschen hell war, aber trotz weihnachtlicher Stimmung, da kamen plötzlich riesige Baumaschinen, Krane, keiner wusste, was los ist. Und da wurde irgendwas vorbereitet. Man hat gemeint, man wäre eine Baustelle. Überall hat es gescheppert und gekracht. Süßer die Glocken nie klingen. Nee, es waren Ketten, es war Baumaterial. Und da wird sogar so eine Gondel herangekracht. Hören wir einfach mal zu, wie die weihnachtliche Stimmung sich anfangs auf dem Weihnachtsmarkt breit machte. Denn unser OB hatte wieder eine große Show vor sich. So wie er eingeritten ist in sein Amt, was will er jetzt einfliegen, möglicherweise als Christkindchen. Und sogar die Herzen, Sie sehen es, die Bilder vom OB sind sogar auf den Herzen gedruckt. Ich hab dich lieb und für meine große Liebe. Ja, da hätte man beinahe schon das Weihnachtshäuschen umgefahren. Aber jetzt geht's mal los. Weil der Oberbürgermeister so schwer ist, damit wir die ganze Stützbasis extra Stütze. Ja. Jetzt kommt es tatsächlich raus, der Oberbürgermeister lässt sich per Kran einfliegen und hier sind extra schweres Material auch wegen des entsprechenden Gewichts geholt worden, wie der Fachmann schon sagt. Und wenn es dann dunkel ist, dann werden wir das Ganze mitbekommen. Es soll ja nur an 2 Wochen geöffnet werden und da sehen Sie die Vorbereitungen. Wenn man es nicht so filmen, normal geht das besser. Ja, wenn jemand zu schwer ist, dann hat dieses Kranfahrzeug, ich würde schon fast sagen, der dritte Turm hier an der Alexanderskirche, kein Problem. Insbesondere die Kranleute, die haben gezeigt, dass sie ihr Handwerk können. Wir bringen sie hoch, auch den OB bringen wir manchmal auch hoch, aber das wollen wir nicht so weit treiben. Man könnte sich ja auch mal vertragen im Interesse, im Sinne des Ganzen. Ja, ein schönes Bild, Karlskirche zur Eröffnung des, Entschuldigung, die Alexanderskirche zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit einem laut brummenden Kran, aber eine Hochachtung an diese Kranleute. Das sind also die Glocken, die hier klingen. Ja, mit schwerem Material wurde alles vorbereitet und der eigentliche Anlass, die kleinen Hütten und Buden traten etwas in den Hintergrund. Sie sehen, es wird schon dunkler am Eröffnungstag Weihnachtsmarkt. Jetzt kommt das Licht auch etwas mehr vor und man sieht es und hört es. Es geht langsam los. Aber vorher ist noch eine Veranstaltung schon Tradition. Es versammelt sich am Rathaus die Feuerwehr. Im Rathaus werden Feuerwehrleute geehrt. Der Kleine schaut, was sich am Himmel tut, wenn das Christkind von oben, von Himmel hoch am Haken herkommt. Das ist ja was Neues. Aber ich lade Sie dann ein, während hier die Vorbereitung zu dem groß und noch größeren Ereignis kommt, nämlich das Einfliegen. Da sieht man schon die Kanzel, in der dann unser OB einfliegen wird vom Himmel hoch. Ach, ganz oben, dort, wo das Christkind schon runterschaut, Sie sehen das Schloss, Sie sehen die Fußgängerzone in weihnachtlichem Glanz, so erstrahlt, aber leer, weil sie alle hier am Weihnachtsmarkt sind. Unser Zweibrücken, unser Weihnachtsmarkt, unser schöner Christbaum im Glanz und da sind wir sogar auf gleicher Höhe, würde ich mal noch sagen, mit dem Alexandersturm und noch höher und einmalige Aufnahmen.
vom Weihnachtsmarkt direkt an neuer Stelle unten in der Versenkung um die Kirche herum geschart, gleichsam Schutz und Wärme suchend an der Kirche, ist schön. Und da bedanken wir uns bei den Kranfachleuten, die kostenlos den Kran hier hergestellt haben und die es ermöglicht haben, dass wir Bürger nach dieser Show später auch noch kostenlos diese Aufnahmen machen konnten. Sehen wir, wie er heranschwebt. Der Nikolaus, aber da steht eine falsche Bezeichnung drauf. Ist er da? Nicht der Weihnachtsmann, sondern der Santa Kurt. Was Neues, Unbekanntes. Ja, liebe Zuschauer, der Weihnachtsmarkt und hier einer der Macher. Dann schwebt die Gondel wieder hoch. 2 Stunden konnten Besucher des Weihnachtsmarkts mit der Gondel fahren. 2, 4, 6, 7, fertig. Und jetzt sind Sie eingeladen, mit hochzugehen, wo man den Überblick hat. Schnallen Sie sich in Ihrem Sessel an, Sie könnten etwas schwindelig werden, aber uns wurden schöne Aufnahmen geboten. Genießen wir es auch einfach mal. Vor uns dieses wunderschöne Zweibrücker Wahrzeichen, das barocke Schloss der Wittelsbacher. Dann sehen wir hier Sinneck, wie wir wohl sagen, und ein kleiner Sprung zurück ans Schloss. Das Schloss der Wittelsbacher, wir waren und sind ja hier die Wiege der Wittelsbacher und das Zentrum. Unter uns der jetzt kleine Adventskranz, der größte Adventskranz der Welt, von der Werbegemeinschaft gebaut. Und immer wieder zieht uns dieses magische Dreieck an. Das Schloss, das derzeit das Pfälzische Oberlandesgericht, die vielen Lichter sind die Parkgelegenheiten um das Schloss, die früheren Schlossgärten. Und dann geht der Schwenk langsam nochmal rüber in die Fußgängerzone. Man sieht die weite Fußgängerzone, die sich hinzieht bis zum Hallplatz am oberen Bildrand. Und hier vorne am unteren Bildrand vor uns, da steht der schön beleuchtete Weihnachtsbaum, jetzt integriert in diesen Weihnachtsmarkt. Die Karlskirche, Entschuldigung, wieder versprochen, die Alexanderskirche grüßt uns und unter uns der Weihnachtsmarkt. Die Freude klingt bis hoch. Dann würde ich sagen, wir sagen Ihnen wieder mal herzlichen Dank. Und so, Nikolaus hat natürlich ganz, ganz viele Termine auch noch. Dankeschön, gibt es noch. Aber ich hoffe, dass er da ist, damit wir noch ein Geschenk abgeholt haben. Ja, und dann dreht die Gondel, in der wir sitzen, weiter. Wir sehen die Fuchtmarktstraße unter uns vorbeigleiten. Und es geht mit dem Blick hoch zum Spachschen Park. Da liegt alles ja mehr im Dunkelheit. Jetzt sind wir an Sinneck. Die frühere Stadtsparkasse, die ja auch ausgezogen ist, sich verkleinert hat, weil wir in den Landkreis ja übergegangen sind. Die Stadtsparkasse ist es nicht mehr. Hinter uns die frühere Volksschule, jetzt Helmholtz-Gymnasium. Und dann kommen wir schon wieder zurück beim Drehen zum Schloss, zu dem Zentrum, das Zweibrücken einmal war, in den früheren Zeiten, aus denen wir was lernen sollten. 60 Meter. Und Sie kommen von welcher Firma? Firma AKV in Zweibrücken. Von Zweibrücken, ja. Und das ist eine tolle Sache. Das hatten wir auch nicht so oft gesehen.
Ja, mancher ist mit schlotternden Knien dann unten ausgestiegen. Das Lichtlein brennt. Es ist im Moment nur noch ein oder erst ein Licht. Ein zweites muss dann angehen, wird auch angehen. Dann kommen wir zum Busbahnhof. Dort kommen wieder runter und landen. Es war schön. Tschüss. Tschüss. Schön. Hallo, Herr Euske. Hallo. 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 Linda mein. So, da haben wir auch den Chef der Firma. Sie sind wer? Der Günter Hüder aus Zweibrücken. Ja, guten und Abend. Was soll das Ganze? Ja, wir sind gefragt worden von der Stadt und von den Organisatoren, ob wir hier helfen würden, den Oberbürgermeister in die Vertiefung zu heben. Und nicht selbstverständlich sind wir in der Lage, das zu machen mit unserer Technik und sind auch heute Abend hier mit voller Mannschaft und ziehen die Leute hoch. Und das schenken wir heute Abend zu Weihnachten. Finde ich auch toll, dass die Bürger, die Kinder auch jetzt 2 Stunden lang, ist es so? 2 Stunden werden wir fahren, genau. Da müssen die Maschinen weg, weil sie morgen früh wieder Einsatz haben. So. So, die Firma AKV betreibt in Zweibrücken mittlerweile 13 Einheiten bis zum 200 Tonner Kran. Das ist der größte Kran, den wir in Zweibrücken haben. Das Einsatzgebiet streckt sich mittlerweile aus bis weit in den schwäbischen Raum. Wir sind auch in Bayern und in Baden-Württemberg unterwegs mit unseren Maschinen zu Montagen. Ja, und das ist das 14. Geschäftsjahr als Zweibrücker Unternehmer. Wenn so weitergeht, sind wir bald oben im Himmel. Ja. Da sind wir bald hoch. Ja, heute fahren wir 52 Meter mit einem 100 Tonner Autokran, der ballastiert ist mit 20 Tonnen Ballast am Heck. Als wir den Bürgermeister dann zur Vertiefung gehoben haben, waren das 42 Meter Ausladung. Dazu braucht man Ballast am Heck, wobei der Gott Gürmann ja auch nicht der dünnste ist. Da wollten wir kein Risiko eingehen heute. Das war vielen Dank. Jawohl, gerne. Dankeschön. Bitteschön. Von ganz da oben ging der herrliche Blick über das nächtlich dunkle Zweibrücken und den Weihnachtsmarkt. Viele Bürger konnten das noch genießen, haben das auch getan. Es war von den Kranbauern eine vorbildliche, ehrenamtliche Leistung.